Hallo zusammen, hier ist Friedrich von Volt und heute mit einem wirklich brisanten Thema. Ich denke, ihr habt es in den Medien verfolgt, was seit dem Wochenende an der türkisch-griechischen Grenze passiert. Hunderte, wenn nicht gar tausende Menschen machen sich wieder auf den Weg in Richtung Europa und wir sehen, dass die europäischen Regierungen nichts dazugelernt haben. Ich bin heute sowohl wütend, als auch fassungslos, als auch enttäuscht von dem, wie sich gerade unsere Europäische Union präsentiert. Und das liegt weniger einem Parlament, sondern vielmehr an der Kommission und an den nationalen Regierungen. Wir erleben, wie Menschen an den Grenzen ohne humanitäre Hilfe auskommen müssen. Griechenland hat die Grenzen geschlossen. Wir sehen verstörende Bilder in den sozialen Medien, die sowohl von allen möglichen Seiten instrumentalisiert werden. Man kann gerade gar nicht unterscheiden, was ist wirklich wahr und was ist falsch. Und die Europäische Union hat nicht gelernt, was seit 2015 passiert ist. Als 2011 in Syrien der Bürgerkrieg begann, sind seitdem 6,7 Millionen Menschen geflüchtet. Die meisten davon sind in der Türkei, im Libanon und in Jordanien untergebracht. Gerade mal etwa 700.000 sind davon überhaupt in Deutschland. Was allerdings seit dem Wochenende wieder in unseren sozialen Medien passiert, es ist unfassbar. Genauso unfassbar wie die Kopf- und Konzeptlosigkeit unserer Regierung. Nicht in Brüssel findet die Blockade statt, sondern in Berlin, in Rom, in Warschau, in Budapest und fast jeder anderen europäischen Hauptstadt. Die nationalen Regierungen blockieren eine Reform des Dublin-Abkommens und damit eine humane Versorgung der Menschen an den Grenzen. Natürlich ist es eine Riesenherausforderung, dass wir diesen Menschen helfen. Und natürlich müssen wir schauen, wer ins Land kommt. Aber wir können es zum Beispiel so machen wie in Mechelen in Belgien. Dort hat der Bürgermeister sowohl eine harte Hand als auch eine integrative Hand. Und nur so funktioniert es. Wir brauchen gesamteuropäische Lösungen und zwar so, wo sie auch schon funktionieren. Und deswegen möchte ich zumindest versuchen, aus dieser Wut und aus dieser Frustration etwas Positives mitzunehmen. Denn das, dass es auch noch die Menschen gibt, die noch an das Soziale in uns glauben, die daran denken, dass es noch ein Recht gibt auf Asyl und auf Menschlichkeit. Und lasst uns bitte dafür wieder auf die Straße gehen und laut werden und Lösungen verlangen. Lasst uns dafür einstehen, nicht untätig zu sein. Lasst uns mit anpacken. Und wenn ihr gerade überlegt, wo ihr das tun könnt, dann lade ich euch ein, schaut euch Volt an. Schaut euch an, was wir gerade tun. Unser Abgeordneter Damian Böselager hat noch im Dezember Lesbos besucht. Er hat darüber einen Artikel im Guardian geschrieben. Er hat eine Rede im Europaparlament dazu gehalten. Er hat sogar mehrere dazu gehalten. Lasst uns aktiv werden, lasst uns die Menschen unterstützen in den Parlamenten, die etwas Humanes unternehmen, die auch Ideen haben. Denn so kann es nicht weitergehen. Und so wird aus der Frust und der Wut was Schlimmeres. Aber wir müssen etwas anderes daraus machen, etwas Positives. Wir müssen den Menschen helfen. Ich lade euch ein, das mit mir zu tun. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Schönen Abend.